Ja, moin moin und wieder ganz herzlich zurück. Willkommen auf dem Kanal. Wir sind heute hier wieder auf dem Dachboden der Lust zusammen mit dem Herrn Christian. Guten Tag. Hallo. So, und ja, wir spielen Kings of War in 28 mm. Kleines, flottes Spielchen, weil ja, meiner einer ist in den Regeln irgendwie nicht mehr so richtig drin, weil gefühlt 5 Jahre nicht mehr gespielt. Ihr kennt die Nummer ja. Und ja, wir spielen einen Haufen Orks, die euch der Christian gleich vorstellen wird, gegen ein paar arme Untote. Ja, was habe ich dabei? Ich habe ausgegraben mein Gutes. Ich möchte gerne vielleicht mal treffen Balefire-Katapult, was ja irgendwie auch etwas kastriert wurde, worauf Christian mich hingewiesen hat. Ich war irgendwie noch bei einer alten Liste und ja, ist gar nicht mal so schön mehr jetzt mit D3 Plus und hast du nicht gesehen. Das ist gar nicht so nett. Dann haben wir zweimal Wraiths hier am Start. Dann haben wir im Vordergrund 2 Zehner. Die lieben Mumien, ne, die kennen wir noch, die schembeln so durch die Gegend und um das ein bisschen flotter zu gestalten, haben wir hier noch die Dame, die sich auch gerne hier mit ihrer Schokoladenseite in die Kamera drehen mag. Einmal eine Necromancerin und die haben wir, um die so ein bisschen flott zu machen, die ist nackig, also jetzt nicht wirklich so, ne, wegen der Optik, sondern die hat halt nur Surge 6 und das war's, einfach um die anzutreiben und weil es von den Punkten nicht anders ging. Dann haben wir 2x6 Werwölfe, die ja nimble sind, ne? Das heißt, die dürfen sich einmal mehr drehen, die sind auch ein bisschen flotter, genau wie die Wraiths, die sind auch recht flott. Und dann haben wir hier etwas Range, das darf ja auch nicht fehlen, da haben wir ganze 10 Archers, mal gucken, was da passiert, wie lange die überleben. Und dann haben wir hier einmal eine 40er Truppe von den Spearmen, ne? Und ja, wir drehen ja hier für Stefan von BMHTV und ich war schöne Grüße an der Stelle. Vielleicht kennst du die Mannequins ja noch irgendwo her, ne? Ja, das sind mittlerweile schlanke 1520 Punkte, genau. Ja, und dann würde ich sagen, schwenken wir einfach mal auf die andere Seite und der Christian stellt euch mal die Orks vor. So, ich stelle jetzt mal meine Orks vor und wir kommen heute mit den Long Eggs, also mit Speerträgern, die Phalanx haben, mit einer Horde um die Ecke. Wir kommen mit 2 Axthorden um die Ecke. Wir haben eine Horde Trolle, ein Regiment Reiter auf Wildschwein, einen Riesen, diesen kleinen. Dann haben wir einen mit der Flagge, so ein bisschen um die Moral hochzuhalten, einen Held zu Fuß und einen Held auf McDonald's-Dinosaurier. Und damit versuche ich die Skelette und die Untoten ordentlich in Griff zu halten. Ja, das wird vielleicht nicht ganz so schwer. Die sind nämlich A, ein bisschen verwirrt und B, zahlenmäßig etwas unterlegen, würde ich behaupten. Und das, ja, der Riese auch geil, ne? 3D gedruckt, sagst du? Mhm, genau. Schönes Ding mit mächtigem Hammer. Der ja. Macht schon was her, ne? Genau, es wird 4 Knochenbier gleich entstehen. Ja, schick. So, dann gucken wir mal, was wir an Missionen spielen. Und dann würde ich sagen, geht's auch schon los mit der Aufstellung. So, Würfel hat gesprochen. Er sprach 5. Und da haben wir gesagt, 5. Haben wir in der Schule schon so oft gehabt. Die Mission ist so, mal gucken, wie die ist. Haben wir nochmal geworfen, es war wieder die 5. Es bleibt die 5. Wir spielen Invade. Und Invade sagt, at the end of the game, add up the total unit strength, also die Einheitenstärke, of each player's units that have the majority of their footprint on the opposing player's half of the board. Also sprich, nur die zählen, die auf der gegnerischen Hälfte des Boards sind, also des Tisches sind. Und das ist halt die Total Number, also die Gesamtzahl an Victory Points, die dieser Spieler oder jeder Spieler dann halt in dem Moment, also dem die Einheiten gehört, kriegt. Ja, klingt interessant, weil wenn man jetzt mal guckt, man kann ja einfach mal stumpf versuchen, auf die andere Seite zu latschen. Wir haben schon gesagt, wenn man jetzt einfach von links nach rechts geht und keiner macht was, dann wäre es irgendwie höchstwahrscheinlich unentschieden, ne? Und ja, wir gucken mal einfach mal, was passiert und wie sehr man sich dann dazu hinreißen lässt, irgendwie sich zu prügeln und wie schnell man versucht, auf die andere Seite zu kommen. Ich bin gespannt. Wir fangen einfach mal an und würden einfach mal auswürfeln, wer anfängt, würde ich sagen, ne? Mhm. So, Würfelwurf. Der Christian fängt an. Der Gast fängt immer an. Das ist 5. Passend zur Mission. Und auch die 5. Ich werde verrückt. Also heute ist aber 5er-Tag, ne? Das ist wie früher in Französisch. Wiederhole. Ei, 11. Ja, nee, dann mach ich mal lieber eine 4. So wird das ganze Spiel jetzt hier verlaufen. Ja, das befürchte ich auch. So, gut. Das heißt, du fängst an, aufzustellen und darfst dir vorher aussuchen, wer überhaupt generell anfangen soll. Also ich würde gerne anfangen.
mit dem ersten Spielzug und ich packe als erstes meine erste Einheit hin. So. Ja, dann packen sie mal. Ja. Dann melden wir uns einfach nach der Aufstellung, wenn dieses ganze Plastik, Resin und was hier noch rumturnt, alles verteilt ist. So, aufgestellt ist, wir schauen einmal bei den Orksen. Links haben wir hier die Hackemeister bzw. die Speermeister. Daneben Ronald McDonald und der Riese, also starke rechte Flanke bei Benjamin. Ach, bei Benjamin sei schön, ist aber Christian. Entschuldigung, war nicht persönlich gemeint. So, dann haben wir einmal in der Mitte die Hackschnitzels mit dem kleinen Lümmel dran. Dann haben wir die Trolle, die sind in der Mitte. Dann einmal hier die zweiten Hackschnitzelmänner, auch mit angeschlossenem Fahnenträger, genau. Sehr spielstark im Hintergrund. Hinter der Hinse haben wir die Würfel, ne? Die guten Tombola-Würfel. Und dann haben wir hier einmal die berittenen Einheiten. Zur Rechten sehen wir noch ein Handy, das ausgeschaltet ist. So, dann geht's auf die Seite. Ja, mit der Reiterei müssen sich mal die Mumie rumärgern. Links daneben sehen wir einmal die geballte Ranged-Truppe. Wir versuchen dann mal die Mitte auszudünnen. Wie das Katapult sich hier schlagen wird, das ist dann ja mal abzuwarten jetzt, nachdem es noch zusätzlich irgendwie kastriert wurde. Dann haben wir hier einmal unsere 40er-Truppe, die versucht dann hier vorne mal so ein bisschen mitzumischen. Man weiß ja auch nicht, was passiert. Das Ziel ist ja A, schlachten und B, aber auch noch auf die andere Seite kommen. Ne? Dann haben wir hier beide Wraiths, haben wir hier, weil, wie gesagt, da kommt das Elend. Und aus dem Grunde stehen dann auch auf der Seite, auf der linken Flanke von mir aus gesehen, die Werwölfe, und zwar alle Mann, um zu gucken, was dann Sache ist. Ja, der Christian hat den ersten Zug und ich würde mal sagen, legen wir einfach mal los. So, bewegt hat er sich. Natürlich hat er sich so bewegt, dass ich nirgendwo dran komme. Das wäre auch sonst grob fahrlässig. Die Jungs sind einfach mal nach vorne gedackelt. Also die werden auf alle Fälle meine Mumien gleich kriegen. Die hier, das habe ich jetzt noch gar nicht groß bemessen, die kommen, glaube ich, nicht dran, nein, wenn ich stehen bleibe an die Range. Diese Runde auch nicht. So, die hier, die hinterm Bett im Kornfeld stehen, die kommen auch nicht dran. Das heißt, hiermit könnte ich mich gleich bewegen. Hier muss ich schauen, was ich tue. Der läuft nämlich einen ganz schönen flotten Schritt hier, der Hammermann, ne, da hinten. Und ja, die Wölfe, mal schauen. Ich werde mal schauen. Das war die Bewegung von Christian. Und der Angriff ist auch schon in dem Moment vorbei, weil null Range Attack. Und ja, da würde ich mal sagen, bewege ich mich mal. So, Bewegung etwas dürftig aufgrund der heranpreschenden Meute. Da die Reiter sowieso an die Mumie hier dran kommen würden, sind die nach vorne gelatscht. Die sind ein bisschen weiter, die durften ja hier searchen. Hat 3x über 4, also durften sie 3 Zoll mehr latschen. Die Archers stehen, das Katapult steht. Die Herrschaften haben sich tatsächlich ein Stück bewegt, weil die kommen trotzdem nicht dran. Dann ist hier alles stehen geblieben, da alles stehen geblieben, sehr zur Freude von Christian. Und dann werde ich mal schießen, weil ich habe ja immerhin noch 2 Einheiten, die schießen dürfen. Und das machen wir jetzt. So, erste Runde ist gelaufen, und zwar Katapult hat geschossen, hat getroffen, aber dank der super Kastrationsregel ja, war es nicht ganz so dolle. Ich durfte 4x auf die Dry und habe ganze 2 Schaden gemacht. Dann haben die Archer auch noch auf die Truppe hier vorne geschossen, haben grandios auf die 5+ von 8 Würfen einen getroffen, der dann auch nicht verwundet hat. Ja, so sieht das Schlachtfeld aus. Schlunzig habe ich natürlich meine Zettel da wieder liegen lassen. So, und dann geht das schon ab in Runde 2. Wir nehmen den großen Würfel und drehen ihn auf die 2. Und dann ist der Herr Christian wieder am Zug. Jawohl, tut er. So, da haben wir den Salat. Meine armen Mumien wurden hier gecharged, und zwar gedouble charged hier. Einmal von den Hackschnitzelmenschen und einmal von den Schweinereiters. Da haben wir jetzt nämlich den Salat. So, dann wollen wir gleich mal gucken, was passiert. Mhm. Ansonsten die Trolle, nachdem der Herr Christian eben hier groß getönt hat, dass ich links stehen geblieben bin, ist er mit den Trollen erstmal einen Schritt zurückgegangen. Da sage ich jetzt mal gar nichts zu an der Stelle. Die Herrschaften gehen so ein bisschen ins Feld, ne? Ein bisschen, wer weiß, was die da tun. Ne? Dann gucken wir mal, was passiert. So, und dann, nach Kritik an mir, sind auf der anderen Seite auch alle stehen geblieben. Was du kannst, kann ich noch viel besser. So kann man es dann machen. So, und dann gibt es jetzt an die Sabberinne hier, würde ich sagen. Und genau. Dann lege ich mal los. Ich pack mal so einen Würfellappen hier hin. Das könnte jetzt ein bisschen mehr werden, ja? Hast du auf Kamera? Ich Würfellappen? Ich eier immer eben hier rum, ne? Ihr seht, was passiert. Wer greift als erstes was an? Also, ja, erstmal die Klarvalerie. Ja. Mit 16 Attacken auf die 3. So, ich lese nochmal nach. Auf die 3.
Ja. Und dann haben wir einige. Da haben wir 7 Stück. Du würfelst viel zu gut mit diesen Würfeln. Merk dir 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stück. 12 sind durch. Was haben die für eine Defense? 5. 5. Und ich habe Crushing Strange und Thunder Charge, also auf die 3. Ich hätte es auch einfach wegnehmen können. Wie viel war das denn? Ich sollte mir 7 merken. Und dann kam noch was dabei, aber ich habe nur 7 gemerkt. Das waren 12. 12 waren es. Ich glaube auch. 12 ist es. Also wir können, Baller. Wir können auf Stopp drücken und das Video nochmal hören. Dann nein, machen wir nicht. Oder wir sollten mal vormittags machen. Nicht vor der Arbeit vielleicht mal ein Spiel hier machen. Nicht nach der Arbeit. Oh, dann muss ich aber früh anfangen. So, jetzt Ruhe, 12 auf die 3. Jetzt. So. Was haben wir da? Ich nehme die Sachen raus, die mistig sind. Das waren, sind schon mal 7 und 2 nehme ich nach. Also sind wir bei 9 Treffer. Kannst du dir irgendwo vermerken? Ich merke. Oder wolltest du hier ein Rädchen haben? Achso, ja, ich drehe am Rädchen. Ja. Und jetzt geht die Runde weiter. Und zwar mit meiner Infanterie. Die haben 25 Attacken. Auf die 4. 1, 2, 3. 3. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 10 Stück genau. Und das kann ich mir merken. Die haben nur Crash and Take 1, also auf die 4. Ich glaube, ich nehme die mal weg, ne? So, das war's. Nochmal 5 drauf. Da sind wir bei 14. Ja. 14. So, jetzt würfel ich meinen Immoralwurf. 10, 24. Ganz knapp drüber. Ganz knapp drüber. Wir hatten nämlich 14. Okay. So, dann gehen die nach Hause. Guck, und ich habe das Rädchen wieder. Das war die Hauptsache. Da ist hier First Blood. Na, dein Schwein hängt fest. So. Ja, so kann es gehen, ne? Möchtest du dich noch irgendwie ausrichten oder sonstiges? Ja, das kommt jetzt. Da muss ich aber noch ein bisschen in mich gehen. Ja, dann gehen sie mal in sich. So, wie sieht's aus? Die Schweine haben den Rückwärtsgang angelegt. 3 Zoll zurück. Dann haben die hier etwas eingedreht. Ja, und dann ist die Sache gelaufen. Meine Mumien sind wieder dahin gegangen zum Pharao, wo sie waren. Und dann ist jetzt mein Zug dran. Und ja, ich kann euch schon mal verraten, was ich tun werde. Die 40er-Truppe wird durch das Feld chargen auf die Hackeball-Jungs da, ne, der Orkse. Und ja, das ist dann quasi, ne, ein Hinder-Charge. Das heißt, ich treffe nur noch auf die 6, aber hey, who cares? Hier wird geschossen. Und zwar schießen alle Mann diesmal auf die Schweinereiter. Und mit den Mumien werde ich dann auch in die Schweinereiter reinchargen. Das darf ich nicht. Nein, du bewegst dich ja erst. Ach so, ich bewege mich erst. Ja, chargen und dann schießen, wenn du dann drin bist. Ach so. Nahkämpfe darfst du ja nicht reinschießen. Das stimmt. Ja, dann muss ich meine Strategie nochmal überdenken. Dann werde ich wahrscheinlich woanders reinschießen. Aber wir fangen erstmal an, würde ich sagen. Ab geht die Party. Und zwar reingecharged, wie angeordnet, wie vorhergesagt. Aber natürlich, ich habe gepennt, dumme Sache, ne? Wenn man reinchargt, dann natürlich der Fernkampf kommt nachher, deswegen kann ich da auch nicht mehr reinschießen, weil Nahkampf gebunden. Deswegen schießen die Herrschaften hier auf die Tröllchen da hinten, weil ich glaube, die rechte Flanke, die hat sich gleich in Luft aufgelöst. Dann sind die Jungs, wie angekündigt, durchs Kornfeld hier reingecharged und zur Abwechslung, die bleiben einfach stehen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal lustigerweise hier den Nahkampf mit The Mumians. Und The Mumians möchten gerne mit ihrer unglaublichen Mili von 4 plus, möchten die gerne mit 10 Attacken frohlockenderweise, ihr seht das hier, ja bestimmt, ne? So, die Schweine von den Reitern holen, hier andersrum. So, auf die 4 plus haben wir gesagt, ne? Gar nicht mal so schlecht. Ja, neue Würfel, ihr seht's, ne? Vielleicht. Ja, mhm. Schön. Was haben wir denn so in Defense da? Ich habe eine 5. Du hast eine 5. Ich habe Crushing Strength 2. Auf die 3. Auf die 3. Jetzt ist es mir hart. Oh, ja, wäre ein typischer Wurf. 3 Stück ganze, ja. Wie vorausgesagt, oder? Habe ich nicht eben gesagt? Zwei hast du gesagt. Entschuldigung. Einen drüber. Ja, fein. Dann haben wir 3. Dann kannst du sofort den Moralwurf machen. Was? So der Plan. Fokus. Schön. Ach, Doppel 1. Super. Hat er gut gemacht, ne? Ich regeneriere alles, glaube ich. Ja. Ja, war nicht ganz so gut, ne? War nicht ganz so gut. Tja, das war die Nummer. Mhm.
Dann gehen wir zum nächsten. Mal gucken, wie wir das am geschicktesten. Ja, ich stelle euch mal hier hin, dann seht ihr das. Gelände wird automatisch verschoben. So, schwuppdiwupp, Würfellappen dahingeschmissen. Und dann haben wir die Spearmen. Die haben tatsächlich 30 Attacken. Ja, dann viel Spaß. Auf die 5, aber die du 5 hast gecharged, aber eingeschränkt. Genau, ne? Auf die 6. Das heißt, wir schmeißen 3x 10 auf die 6. Da brauche ich mir nicht viel merken, da wird nicht so viel liegen bleiben. Ne? 2. Du merkst jetzt 2, ne? Ich nehme 2. Oh ja, jetzt geht's wieder los mit der Merkerei. 3, 4, richtig? Wir merken uns 4, letzter Wurf. 5. 5 Stück. 5 Stück, hey, genau. Ich bin vergeistert. So, und ich habe eine Defense von 5. Du hast eine Defense von 5. Und du hast sonst nichts, glaube ich, ne? Ich habe nichts. Dann 5 auf die 5. 5 auf die 5, ja. Oh, der ist weg. Und dann wären es ganze 2. 2 Stück. Ja, genau. Das ist so mein Ding, ne? Herrlich. Kannst du sofort den Moralwurf machen? Ich moralige mir ein. Schmeiß mal links, mal sehen, was dann passiert. Mhm. 6 plus hast du nicht gesehen. Ach nee, da sind wir bis nach 20. Ja, da sind wir knapp drunter. Ja, ja. Ja, da machen wir mal ein bisschen Beschiss, ne? Was haben wir jetzt eigentlich wieder getrieben? Was haben wir getrieben? Warum hast du jetzt den Nahkampf vor dem Beschuss gemacht, du Eiermeier? Du hast doch nichts gesagt. Gut, das können wir ja machen. Du schießt ja auf die, passiert ja. Ja. So, ja, ne, ihr seht's, Regelasse vor dem Herrn. Oh Mann. So, wir schießen erstmal mit dem Katapult. Wo ist der Lappen hier? Mit dem Katapult auf die Trollskis. Zweimal auf die 5 tatsächlich. Mal gucken, ob was passiert. Ja, guck mal, das ist das zweite Mal in Folge, dass das Ding trifft. Aber voll komplett. So, dann haben wir 2d3 plus 1. Ja, zweimal, genau. Dann haben wir einmal 2 und einmal 1 sind 3 plus 2 sind 5, richtig? 5 Stück, genau. 5 Stück. Piercing von? Piercing von 2, bitte. Dann haben die Trolle haben defensiv von 5, also auf die 3. Auf die 3. Mhm. Fokus, Fokus. Und viermal bitte. Autschi. So, dann die Archers gleich hinterher. Mhm. Die hatten 8. Wenn ich mich recht entsinne. Jo. 2, 4, 6, 7, 8. Dann ist aber auch alles sich auf die 5 und dann. Oh! 2? Ja, da haben wir den Salat wieder. Es ist. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Und dann nochmal wieder auf die 5. Einmal richtig schütteln. Mhm, schütteln mal. Oh, ey, diesmal nixe. Ja, komm, dann mach den Moralwurf für die. Wer sind die? Achso, ja, Trolle. Für die jetzt, Trolle. Jetzt nicht ganz so schlimm. Ja. Ach. Da passiert nichts. 7, 11, ich hab 14, 17. Da passiert alles, mal ja nichts. Ja, traurig, ne? Traurig. Gut, dann würde ich sagen, haben wir den Salat schon wieder hintereinander. Mhm. Und dann geht dann weiter, würde ich sagen. In diesem Sinne, bis gleich. So, ja, was ist passiert? Die Jungs, die haben noch Angst vor den Mumien, die sind hier auch noch reingecharged, ne? Die Jungs, das habe ich befürchtet, die sind mir an der Seite hier gecharged. Und da hinten, was gerade bei dieser Mission ein bisschen dämlich ist, ne, gerade für mich, stehen alle Leute noch und ja, die Jungs hier sind definitiv in meiner Seite, die räumen mir gleich auf, kommen dann von links und spätestens dann also quasi bei mir von rechts, dann ist hier irgendwie Achterbahn, da muss ich auch mal zusehen, dass ich irgendwo hinkomme. Aber ich lasse das einfach, ich sitze das einfach mal aus. Ich scholz das einfach mal, ne? So. Okay, dann legen Sie mal los. Beschiss gibt's nicht, ne? Nee, Beschiss habe ich nicht. Genau, meine Regeneration der Trolle hat auch nicht funktioniert. Genau, und das war daneben. Genau, jetzt geht's hier an die großen Attacken. Jetzt geht's ich an die großen Attacken. Ich würde von links anfangen. Auf Band. Auf Band. Okay, das wird jetzt über eine Orgie. Auf Panzertape. Ja. So, alle meine 10 Würfel wieder raus. Dann greife ich erstmal mit meiner Reiterei an. Mit meinen 16 Attacken auf die 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 7, 8, 9 sind durch. Auf die 5. Ja, die haben jetzt aber auch nur noch Crushing Strange 1, also auf die 4. Mhm. So, dann haben wir wie viele? Zu viele. Zu viele. 6 Stück. 6 Schaden hast du, habe ich dir schon mal reingedrückt. Ja. Ich gebe dir das Rad.
Ja, das ist eh eine Totgeburt, ne? Gerade mit dem Flankencharge von dem kleinen Häufchen da. So, und das kleine Häufchen macht 50 Attacken. 50 Attacken? Mhm. Auf die 4. 50? Ja, 50. 25 Attacken normal, eine Flanke, doppelte. Möchtest du das auswürfeln oder soll ich sie gleich wegnehmen? Das liegt an dir. Ich mache jetzt einen schönen Moralwurf. So, sie werden jetzt. So, das wären 9. Ich nehme die einfach mal weg, okay? Ja. Die haben ja jetzt schon 15. Wir haben da, glaube ich, 14 oder so. Ne? 14 haben die, ja. Dann sind sie ja jetzt schon erledigt. Guck, hätte ich die gar nicht gebraucht. So. Guck. Das ist traurig. Ich glaube, das wird nicht mein Spiel hier. Das ist schon so ein bisschen scheiße. Noch, ja, ja. Okay. Ja, dann muss ich mir überlegen, was ich jetzt hier mit der Truppe mache. So. So ein Nekromanten. Kann der eigentlich auch hier Mission erfüllen? Ja, bestimmt. Dann lasse ich den hier drehen. Um die Mitte. So. Der dreht sich so. Mhm. So. So. So, so, so. Die zwei gehören zu denen, ne? Hier zu den Mädels. So, und die drehen sich so. Klar, die haben ja auch gewonnen, natürlich. Das gehörte dazu. Ein bisschen hier das Chaos entfernen. Der gehörte nicht zum Nahkampf, da darf ich nicht mitmachen. Gut. Okay. So, und jetzt kommt diese Orgie hier. Ja, Schlachtorgie hier. So, jetzt ist die Frage, die greifen ja dann auch eingeschränkt ein, ne? Weil die ja da drin stehen, ne? Ja, theoretisch schon, ne? Ja, ne? Würde ich jetzt so sagen. Wenn es im Regelbuch anders steht, entschuldigt. Ja, die Kommentare glühen. Was habt ihr da für einen Mist gemacht? Ja, Chaoten am Werk hier. So, dann die normale Attacken. 25 Attacken auf die 4, eingeschränkt auf die 5. Ja? Mhm. Auf die 5, 25. 2, 3, 4, 5. 5. 6, 7, 8, 9. 9. 10, 11, 12. 12 sind durch. Du hast eine Defensive von? 4, bitte. 4. Ich habe Crushing Strange 1, also auf die 3. 12 auf die 3. So, nehmen wir den Mist mal raus. Oh, das war ja immer nicht so toll. Viel zu viel. Das sind 4. Noch 2 kann ich noch würfeln. So, jetzt aber. 6 Stück insgesamt. 6 Stück, sagt er. Ja, hier, dann nehme ich doch einfach das Rad, was hier hinten rumliegt. Da ist sowieso noch eine 6 drauf. Zack. So, und jetzt kommen die Trolle. Die greifen mit doppelter Attacke an, weil Flanke. Ja. Die haben 18 Attacken normal. 36. 36. Und die treffen auch auf die 4. Aber die sind nicht eingeschränkt, ne? Ich weiß nicht, ob die so ganz clever sind. Die nicht aus. Ich glaube schon, dass sie so ein bisschen eingeschränkt, aber nicht eingeschränkt. Gut, 36, ne? 36 auf die 4. Mhm. Mhm. Also die Würfel solltest du wieder wegtun. Ich glaube nicht. Aber warum? 5 Stück, genau die Hälfte auf die 4. Das entspricht nicht dem, was du früher gewürfelt hast. So, merke die 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich merke mir 13. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich merke mir 20, jetzt muss noch 6 würfeln. Und nochmal 2 da drauf. Und nochmal 2 drauf, nochmal 22. 22 sind durch. Ich habe Crushing Strange 2. Ja, oh. Die Defense bleibt bei 4, ne? Achso, ja, auf die 2. 22 auf die 2. Ich nehme die Einsen raus. Eine. Dann sind das 9. Ich merke mir 9. Dann sind das nochmal 8 drauf. Dann sind wir 17. Und noch 2. 19. 19 plus 6 sind 25. Ja. Und wir haben 22. Und ich würfel, ja, dann sind sie weg. Ja, das, ja. Hätte auch noch sein können, dass man einmal schön daneben greift mit dem Moral. So, ja. Ich glaube, das Spiel, das ist für mich gleich schon gegessen hier, liebe Leute. Ich muss jetzt, glaube ich, eine etwas andere Taktik hier testen. Ja, so sieht's aus. Du kannst dir mal überlegen, was du mit den Jungs da tust. Ja, das frage ich mich gerade auch. Ja. Ein bisschen ausrichten, ne? So. Auch die Orksel, die richten sich auch so ein bisschen aus. Oing. So. Der war doch gar nicht im Nacken. So, so, so. Ja, bin ich doch durch. Gar nicht mal so schlecht. Ja, also bei mir sieht es langsam echt ein bisschen Schäse aus. Die Jungs, die werden jetzt gleich weggeknuspert. Ja, die stehen hier dumm rum. Ne, es ist ja irgendwie, ja, das Ziel ist ja, ich müsste eigentlich auf die andere Seite kommen. Na komm doch. Ich habe gar nichts rausgenommen.
von Christian bis jetzt. Und ja, sieht nicht so gut aus, würde ich sagen. Sieht nicht so gut aus. Dann wollen wir mal gucken, was wir tun. So, todesmutig habe ich natürlich vergessen, was aber auch keinen großen Unterschied gemacht hätte, dass Individuals leider keinen Bonus kriegen, irgendwie, wenn sie eine Flanke chargen. Macht sie trotzdem, weil ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, aber die steht so ein bisschen auf verlorenem Posten hier. Dann schießen die Herrschaften Archers da rein, Katapult da rein, weil, ja, ist so, 45 Grad Winkel kurzzeitig vergessen. Ich gedachte vielleicht mal hier so rein zu schießen, aber das haut leider nicht hin. So, ihr seht, linke Flanke, da ist richtig die Post abgegangen, es hat sich alles bewegt und das schon Ende der dritten Runde, geil, ne? Die Rays rechterseits einmal hier rein, linkerseits in die Jungs hier, also die Base ist zwar geteilt, aber ist ja eine Einheit, ne? Und die Wölfchens auch in die rein und auch die anderen Wölfchens, die haben sich bewegt, aber so weit, dass sie 14 Zoll von dem Riesen entfernt bleiben, der Reiter kann rein. Die Jungs da vorne, die können es noch nicht. Und ja, dann geht die Party ab, würde ich sagen. Ne? Wir starten mit dem unglaublichen Nahkampf. Nein. Fernkampf. Nein. Junge, ich hatte es richtig im Kopf, aber habe es doch wieder falsch gesagt. Ist unglaublich. So, hier hast du dein... Das unglaubliche Katapult wird es, bevor es stirbt, nochmal schießen, tun, machen, zweimal auf die 5. Nee, da ist es wie... Diesmal nicht, so. Dann 8-mal auf die 5. Warum eigentlich immer auf die 5? Was ist doch so schön? Nee, ist es nicht, ist es nicht. Das war das Schief hier. Der Beutel war, der Lappen war verseucht, weil der an der Ork-Axt hing. Verfluch. Zwei Stück. So, Leute, da wundert ihr euch, warum ich hier, ne, in letzter Zeit lieber Karten spiele. Ne? So. Zack. Da, nix. Zweimal die 3 liegt da. Das tat aber weh. Ja. Die Pfeile sind noch nicht mal angekommen. Schon so ein bisschen traurig, ne? Gut, das war der Fernkampf. Jetzt, Herr Christian, dürfen wir aber zum Nahkampf kommen, ne? Ja, dann zeig's mir. So, ich zeig's dir. Jetzt kommt einiges. Jetzt kommt einiges. Und zwar eine ganze Attacke. Ach so, du, da bist du. Ach so. Ja, da hier bin ich. Ja, so, das habe ich schon. Mit ja. dem Nekromanzer. Gibt's mir hart. Eine Attacke auf die 4. Mhm. Hart. Hart. Hier, mach meine Hand. Blup. Ja, schöner Attack. So. Die war daneben. Ja, ich bin beeindruckt. Ja, ich auch nicht. Dann gehen wir mal zu den etwas seriöseren Geschichten hier rüber. Da gehen wir mal von rechts nach links aus meiner Sicht, würde ich sagen. Fangen wir mit den Trollchen an. Mhm. Da haben wir die Race, wo ich immer noch eine Frechheit finde, dass die in der Bewegung von 10 auf 7 kastriert wurden. Das wollte ich nur mal fürs Protokoll hier irgendwie angeben. Und da haben wir 12 Attacken auf die wunderbare 4. So, das heißt, wir nehmen einmal unseren Lappen. Wo lappen wir denn hin? Das sind 10 Würfel, die du in der Hand hast? Das sind 10 Würfel, die ich in der Hand habe. Die schmeiße ich in diesen Beutel. Einen schmeiße ich daneben. So, auf die 4 mal gesagt. Ne? Das heißt, die 2 weg, das weg. 7, wir merken uns 7 und schmeißen nochmal 2 hinterher. Jo, da sind wir mal 9. Das ist aber fein, ne? Was machst denn du so an Defense? Ich habe Defense 5. Defense 5 und ich habe einmal die Crushing Strength 1. Auf die 4. Auf die 4. 2, 4, 6, 8, 9 auf die 4. Ja, das könnte doch vielleicht mal ein bisschen was werden. So, jetzt guck mal hier. Pokus. Oi. 9 auf die 4, das heißt 7 auf die 4, sind wir durch, 7 durch. Hui. 7 plus 4 sind 11, würde ich sagen. Ne? Sind 11. Ja. So, dann wollen wir auch mal Moral, ne? Was haben denn die 18? Also viel, ne? Ganz wenig Würfel, bitte. 11 plus, was hatten die? 17? Oder 19? Ja, 17. So, wir brauchen mindestens eine 6. Mit 2 wie 6 ist das doch wohl drin. Nein, es ist die 5. Leck mich doch am Arsch hier, Mann. Nein, mach ich nicht. Oi, das gibt's auch gar nicht. Ja, aber sie sind Wavering, ne? Ja, das ja. Macht betroffen. Sagen wir es mal so, ohne hier weiter rumzufluchen. So, dann die gleiche Nummer, ne? Aber diesmal hindert. Also auf die 5, ne? Ja. Oder hindern wir nicht. Sind wir viel. Ja, nee. Hast nichts anderes. Ja, Fly haben die, ne? Fly. Und Strider haben sie, ne? Haben sie? Ja, dann sollten wir das mal ganz kurz in den Regeln nachlesen. Ja. So, da haben wir es. Nämlich hier Strider. Ihr seht, ich habe so eine Uraltliste. Sieht man das? Da haben wir nämlich jetzt händisch nachgetragen. So richtig professionell, was heutzutage geht. Eine neue Liste kostet ja Geld. Da kann man auch mal eben im Kugelschreiber drin rummalen. Ah, herrlich. Das Papier ist hier. Teuer. Ja, genau. Papier ist teuer. So. Dann also doch 12 auf die 4. Hokus pokus, los geht's.
Ey, das ist aber nicht so schön wie letztes Mal, ne? Mhm. Besser so. Gut. Über vier und noch zwei hinterher. Vier und noch zwei hinterher. Mhm. Da muss aber ein bisschen mehr gehen jetzt, ne? Die kurz zwei, die sitzen noch. Da sind wir bei sechse. Sechse auf der. Ich habe fünf, vier. Und eins auf die vier. Ei, das sind leider nur noch drei. Drei, das ging ja noch. Bin ich auf fünf. Insgesamt. Fünf. So, mhm. Dann sind deine Werwölfchen. Jeder Charge oder kombinierter Charge auch danach? Ja, wie was? Also man, beim Nahkampf ja nach jedem Nahkampf muss ja gemoralt werden. Nein, wenn der Nahkampf fertig ist. Ne? Also das ist ein Kombi, nicht pro angreifende Einheit. Nein. Okay, ne? Das sagst du ja nur, weil du Angst hast. Das sagst du doch nur, weil du Angst hast. Richtig, ich mache mir die Regel sowieso, wie ich es will. Ja, das glaube ich dir sogar aus. Wie es mir gerade passt. Ja. Wenn ich gleich dran bin, dann das, wird das sein, dass ist das wieder anders, ne? Dann ist ja. Ja, so ist das nämlich. So, jetzt haben wir 18 Attacken haben wir mit den Wölfchens. Ja, die haben allerdings keinen Strider. Das heißt, die treffen dann nur noch auf die 4 plus. Also das heißt nur noch, ne? Also ist. Ja. Ja. Dann machen wir das einfach mal, ne? Fokus, 20 Attacken, los geht's. Ihr seht alles, ja, fast, ne? Ja, da braucht ihr eigentlich gar nicht hingucken. Geht euch lieber ein Bier holen, das lohnt hier gerade nicht so richtig. Drei Stück, geil. So, und dann dürfen wir nochmal 8, ne? Mhm. Wir merken uns 3. Das war nichts. 3 und 2 sind 5, ne? Ja. Was haben wir da denn für ein Dingensbummens? Immer noch 5. Jetzt kommt jetzt meine riesen Crushing Strength von 1. Okay. Auf die 4. Auf die 4. Sind 3 Stück. Ja, guck. Geile Nummer. Ist doch schon mal was. Haben wir bei 8. Bei 8. So, dann würfeln wir noch die Moral hinterher. 11 plus 8, ja. 9 plus 9 8. 9 plus 8, ja, sind 17. Da passiert aber nichts. 20, 22. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Ja. So schnell kann es gehen. Okay. Das war traurig. Also ich hätte wenigstens gehofft, dass hier ein bisschen mehr passiert bei den Trollen. Mhm. Aber ja, Katapult glänzt, so wie man es kennt von früher. Ich war ja auch verwundert, dass das so oft hintereinander überhaupt geschossen hat. Gut, dann schreiten wir zu Runde 4 schon und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster mal wieder und sage, das wird nicht mehr so ganz dolle für mich. Aber schauen wir mal. So, Kampf ist gelaufen und die Archer sind weg. Fassen wir es einfach mal kurz zusammen, so traurig wie es ist. Die sind futsch. Ja, möchtest du dich neu ausrichten oder sonstiges? Ja, kann ich machen. So, den Schnitt mal weg. Die 6 kannst du ja gleich wieder gebrauchen. Ja, bestimmt. Ja. So hier geht's weiter. Da ist nichts. Die dürfen nicht. So, jetzt geht die Orgie hier weiter. So, dann, ich nehme mir, hast du es drauf? Ja, ich halte die Kamera mal fest, damit wir alles hier Schlachtfeld und die Würfel im Auge haben. So, dann haben wir wieder die 25 Attacken. Wir denken dran, dass wir eingeschränkt sind, ne? Ja. Deswegen treffe ich dich nur auf die 5. 25 auf die 5. 2 Stück, 3. Wir merken uns 3. 4, 5. Mhm. 6. 6 sind durch. Deine Werwölfe hatten Defensive von 5, glaube ich, ne? Die haben 5, ja. Ja, dann auf die 4. Ja, der ist wieder. Oh, geht so, ne? 3 Stück, 3 Schaden. Ja. Das ist aber alles noch ein bisschen käsig hier. Ich 3. Hab mich fast schon mit meiner Niederlage abgefunden, muss ich gestehen. So, dann greift der Riese an. Der Riese hat W6 plus 8 Attacken. 9 Attacken auf die 4. Der wird aber nicht eingeschränkt durch das Feld. Der hat ja Strider. Dann also auf die 4. Komm jetzt. Mm. Das war gut. Das war nicht gut. So, die sind durch. Und der hat Crushing Strength 4. Also auf die 2. Unglaublich. Und keine 1 dabei. Yippie-ja-yeah. Das sind 7. Sind 10 insgesamt. Yep. Ach nee, 10 Stück. Da kommt ja noch der andere Meister. Ja, der kommt ja auch noch. Wir sind noch nicht fertig, ne? 10. So, der eine Meister, der ist aber wieder eingeschränkt und der kriegt keine doppelte Attacken durch den Flankenangriff, weil der nämlich individuell ist. Und der junge Mann, der hat 5 Attacken und auf der 3, aber auf die 4, weil eingeschränkt. Ne? Ganz kurz lesen. Nee, ja, auf die 4. Jo. Ja, ey, was alle ist denn los heute hier? So, und der hat aber Crushing Strength 2. Also auf die 3.
So, der hat er mal zugehauen. Ich alle fünf. Glaub, ich spinne. Der erzählt dir gar nicht so viel. 15 plus Würfel. Tot. Ja, die sind. Auch die Wölfe sind weg. Ja, wunderbar. Also, ja, liebe Leute, ich kann eigentlich schon fast das Handtuch schmeißen hier. Das gibt heute nichts mehr. Das gibt nichts. So, was machen wir hier noch? Jo, die bleiben weiter stehen. Hm, ja, der dreht sich ein bisschen um, damit er nachher auch gegen die Gespenster was machen kann. Und die anderen Werwölfe, ignoriere ich die einfach oder gehe ich da mit meinem Boss drauf? Nö, der bleibt auch da stehen. Der will sich auch um die Gespenster nachher kümmern. Ja, dann bin ich durch, ne? Ich würde sagen. Fällt keine Schandtat mehr ein. Ja, dann wollen wir mal gucken, ne? Dann wollen wir mal gucken. Gut, die Runde mache ich noch und dann hat sie das wahrscheinlich eh gegessen. Deswegen schauen wir mal, was wir tun. So, da es jetzt ja schnell geht, machen wir das mal ganz fix. Wir schießen mit dem Katapult, wenn schießen mag, auf die Schweineleute. Dann die Gespenster hauen wieder auf die Trolle. Die Mädels, die bleiben hier im Nahkampf mit denen. Und zu guter Letzt, die Wölfe, die gehen ja auch rein. Was soll der Geiz? Verkackt ist verkackt, ne? Wenn dann wenigstens mit wehenden Fahnen untergehen, war das noch. Ja, so, wir fangen an mit dem Fernkampf. Und suchen erstmal den Würfellappen, der sich hier irgendwo verteilt. Wie gesagt, Katapult möchte gerne schießen auf die Schweinereiter mit zwei Mal auf die fünf. Die wollen gar nicht mehr. Die haben schon innerlich kapituliert. Dann hat sich der Fernkampf in dem Moment schon erledigt. Haha, Zaubertrick, ihr habt es gar nicht gesehen. Die Nekromancerin, die habe ich, durfte großzügigerweise noch, die eine Attacke, die verkraftet er noch. Die geht da hinten rein in die Hackschnitzelboys und machen wir einfach mal eben fix, ne? Vielleicht passiert auch gar nichts, ne? Die hat auch keine Lust mehr. Trauriges Spiel heute, ne? Hier? Oh, Junge, Junge, Junge. So, dann gehen wir hier rüber. Vielleicht können wenigstens die Ghosts hier, die Wraiths noch was machen, ne? 12 auf die 4. Dann schauen wir mal, ob wir wenigstens... Jetzt guckt sich einer die Scheiße an. So, das sind 3. 2 noch hinterher. Oh, der nicht. Das sind dann 4 Stück. Das macht schon so ein bisschen traurig. Was haben sie? 5. Also auf die 4. Und es ist keiner. Oh. Ja, also jetzt, also auch die Würfel haben schon kapituliert, glaube ich. Ja, dann die anderen Rays mit 12. Gar nicht mal so schlimm. Auf die 5 diesmal, weil... Ah ne, der Destroyer, ne? Auf die 4 hatten wir ja gesagt. Das wird irgendwie den Krieg aber auch nicht mehr retten. Da passiert nämlich auch nicht viel. Das sind 3. Schmeißen wir noch 2 hinterher. Einen schmeißen wir raus. Ein bisschen mehr Lust hier. So, ja. 4. Hey, jetzt machen wir 4 auf die 4. Ja, die Lust hat die Hälfte, hat es gebracht. 2. Ja, machen wir 10. Da schmeißen wir die Moralling gleich hinten dran. 10 ja, und 7. Passiert aber nichts. Ja, guck. Ja, dann haben wir noch die letzte hier. Ne? Einmal die Wölfe noch hier hinten. Die sind da reingerauscht. Mit ihren 18 Attacken. Ich kriege gerade die Würfel nicht so ganz zu fassen hier. Man sollte auch ein bisschen hingucken. Auf die 3, ne? Die sind auf die 3, weil sie diesmal nicht behindert sind, freundlicherweise. No Hinder Charge. Oh ja, guck mal, die sind noch frisch und ausgeruht hier. 9 Stück, ich merke 9. Du merkst 9 und ich schmeiß nochmal 8. Ui, den schmeiß ich in Drop Dice Never Count. So. Ich wollte die 3 schon mit rausnehmen. Nein, die zählen ja auch. So, 9 und 5. 14. 14. Was haben die denn jetzt an? Die haben Crushing Strength 1 leider nur. Ja, dann auf die 4. Wie gehabt, kennt man ja schon, ne? 14 haben wir gesagt, ne? 3, 5, 6, 7, 8. Ja, hallo? 8 und dann... kommen noch mal 4 hinterher. Sind 9. 9, das war doch ein amtlicher Angriff, oder? Ja, würde ich sagen. Da passiert zwar auch nichts Großes mehr, ne? Nee, da passiert nichts. Ja, dann würde ich an dieser Stelle jetzt auch irgendwie mein Handtuch mal wegschmeißen, weil... Was? Ja, das bringt nichts mehr. Die werden gleich weggeknuspert, du bist
hier bei mir im Feld. Ich komme da hinten nicht großartig weiter. Okay, nach Punkten hast du keine Chance. Die werden aufgelutscht und ja, ne, das ist einfach so. Ich gratuliere Ihnen, Herr Christian. Super. Zum Dank. Sieg. Das war ja ein Tritt in den Arsch. Ich kann es nicht anders sagen. Ne? So sieht das aus. Mit Anlauf. So, also legt euch nicht mit der Ochse an. Gerade nicht, wenn sie noch einen Riesen dabei haben. Wobei, der hat sich ja relativ zurückgehalten heute. Der hat ja auch mehr rumgestanden als alles andere. Ich hoffe auf wenig Regelfehler. Ja, genau. Und ja, seid gnädig zu uns. Also ich für meinen Teil habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Und ja, wie das so ist, ne? Spaß hat es trotzdem gemacht. Ich hätte zwar gerne ein bisschen mehr gemacht, aber ein bisschen mehr gerissen hier. Aber tja, machst du nix. Mal verlierst du, mal gewinnen die anderen, guckst du dumm, ne? So, in diesem Sinne sind wir erstmal raus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Wiedersehen. Und ihr wisst ja, wenn ihr mich unterstützen wollt und den Wizard glücklich machen wollt, mit einem Daumen, mit einem Abo und ganz besonders natürlich auch mit Patreon für noch mehr schöne Sachen, die ich euch hier zeigen kann. In diesem Sinne, habt viel Spaß. Ich bin raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.